Mein Name ist Niklas, ihr kennt mich auch als Honor und wir befinden uns in der Terran Academy und dort auf Tier Nummer 3. Und dieses Mal werden wir auf Tier 3 unseren Bild ein bisschen erweitern. Wir haben ja auf Tier 2 einen Push mit Marines und Marauders aus 1,5 Basen gespielt und haben uns als Follow-up vorgenommen, auch zum ersten Mal Medivacs zu produzieren. Auf Tier 3 werden wir ein bisschen mehr auf Economy setzen und dann eben direkt auf Medivacs tacken, also die eben fest in unserem Bild implementieren und uns auch die ersten Upgrades aus unseren Engineering Base sichern und das eben standardmäßig. Das bedeutet, wir werden auch in der Economy ein bisschen hochgehen, also zum ersten Mal 2 Basen vollständig saturieren. Das bedeutet einfach alle 4 Gasgasiere und jeweils 16 SCVs auf den Mineralien. Ja, und das Follow-up dieses Mal ist in eine dritte Basis. Ja? Das heißt, wenn das Spiel nach unserem ersten Angriff weitergeht, dann werden wir uns tatsächlich auch damit beschäftigen, wie wir uns denn eine dritte Basis nehmen. Aber dazu kommen wir dann in der Lektion für die Build-Order, die ja immer am Ende des jeweiligen Tiers steht. Und ja, nach diesem Überblick wird es dann wie immer eine Verfeinerung unserer Settings geben, einen Überblick über die neuen Controls und eben das Makro und Micro. Zum ersten Mal mit dabei auf Tier 3 ist ein neues Gebäude, nämlich unsere Armory. Die Armory wird freigeschaltet, sobald wir ein Engineering Bay auf dem Feld haben und ja, wir benötigen die Armory in unserem Fall dafür, dass wir weitere Upgrades auf unseren Engineering Base oder unserem ein Engineering Bay freischalten können. Denn dort gibt es ja für unsere Infantry Units, also alle aus der Barracks, gibt es 2 verschiedene Upgrades. Einmal das für den Angriff und das für die Verteidigung. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal erforscht. Aber wie ihr festgestellt haben werdet, gibt es insgesamt 3 Stufen dieses Upgrades, also jeweils des Attack-Upgrades und des Verteidigungs-Upgrades. Und damit eben Stufe 2 und 3 freigeschaltet werden, brauchen wir die Armory. Deswegen bauen wir sie. Ja, in der Armory selbst können wir dann auch noch Upgrades für unsere mechanischen Einheiten erforschen, wovon wir erst einmal auch auf Tier 3 keine produzieren möchten. Denn wir fokussieren uns vollständig auf das Bioplay. Ja? Und dann möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal auf unsere Factory und unseren Starport hinweisen. Das haben wir ja auf Tier 2 bereits gemacht, aber hier kommt es, hier wird es ja fest auch in unserem Bild implementiert. Deswegen einmal noch, wir brauchen eine Factory, um einen Starport zu produzieren. Und den Starport, aus dem bauen wir dann Medivacs. Und die Factory, die bauen wir erstmal nur für den Starport. Danach ist sie uns egal. Denn wir wollen Medivacs auf Tier 3. So, das ist es dann auch schon mit dem Überblick. Und damit könnt ihr direkt weitermachen in die nächsten Lektionen. Hier auf Tier 3. Und dann ab in die Ladder am Ende.